Und damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen zurück zu FranBoe. So, in der letzten Episode sind wir jetzt endlich raus aus der Anstalt und sind wir jetzt irgendwo hier draußen im Wald auf einer Art Mülldeponie. Gut, illegal Mülldeponie. Oh, das Königspferd. Hier ist er so gelandet. Oh, so gut, das wollte ich aber eigentlich schon erst zu trinken dabei. Ich hoffe einfach bloß, ich muss keine tiefe Stimme mehr sprechen. Oh, das hat vielleicht mir in den Hals, dass die Stimmbänder ja ganz schön geschlaucht. Es ist gut, einen gemütlichen Ort zu haben, an dem man bleiben kann. Ja, ich versuche mal irgendwie eine Synchronstimme zu behalten. Oh, ein Klavier, es klingt alt. Ich kann damit spielen, aber ich kann nicht darauf spielen. Ich frage mich, wer der Musiker ist hier am Ende der Welt. Illegales Littering hier, das überall. Mr. Midnight, bist du da drin? Leider heutzutage ist auch ein ziemlich großes Problem. Heutzutage schmeißt ja viele Leute nicht nur ihr Plastikmüll einfach. Die Tür verschließen. Nicht nur den Plastikmüll in den Wald, nein, sondern auch ganze Autoreifen oder den ganzen Haushaltmüll. Wohl nicht. Ja, dabei müsste er hier irgendwo sein. Kann man aus den Schuhen hier nehmen? Ich kenne eine Geschichte, jemand mit roten Schuhen und einem Hund. Oh, ist er nicht mehr in Kansas? Wie ist denn da? Toto? Mir ist gerade etwas Lustiges eingefallen. Ja, und was? Ein alter Onkel hat mal versucht, darauf zu blasen. Okay. Er pupste die ganze Zeit, weil es so schwer war, da rein zu blasen. Ach du meine Güte. Da steht Jens und ich habe keine Ahnung, warum. Vielleicht ist es nur ein Name. Wie meine oder Mr. Midnight's. Ein hübsches Pferd. Der König würde es gefallen. Ja, habe ich schon erzählt. Also, dann gehen wir mal weiter. Hallo, Baum. Das ist aber irgendwie das Einzige. Wahrscheinlich werden wir hier das sehen, dass wir nachher die Tabletten wieder eingenommen haben. Okay, sag's nichts mehr. Ich habe doch gar keine Tablette genommen. Und wir sind doch jetzt in der realen Welt, oder? Also, was bitteschön bist du hier? Ein Schaf? Nee, sieht ja aus wie eine riesige Ameise. Und das hier wie eine riesige Küchenschabe. Aber wie kann das jetzt bitte schon sein? Oh, das ist ein echt großes Insekt. Ja. Aber trotzdem, wieso gibt es nicht überhaupt? Oh, wow. Du bist wirklich eine große Ameise. Wer ist da? Oh, entschuldige, bist du real? Du fragst immer das Gleiche. Immer. Was? Ja, du hast jetzt zwei Fragen gestellt. Immer? Was meinst du mit immer? Natürlich bin ich real. Wo bist du hergekommen? Oh, ich bin aus der Nervenklinik geflohen. Aber bitte verrate es niemandem. Ich verrate es nicht. Keine Angst. Aber was tust du hier? Ich habe wirklich schlimm. Oh. Wirklich schlimme Dinge erlebt, aber jetzt suche ich meine Katze. Eine Katze? Ich hätte die andere Antwort genommen, aber ich habe gar nicht gemerkt, dass jetzt eine andere Antwort stand. Eine schwarze Katze. Ja, eine schwarze Katze. Mit großen gelben Augen. Mr. Midnight. Oh, verstehe. Tut mir leid, Mädchen.
Bitte sag mir zumindest, ob du ihn hier gesehen hast. Es ist so, dass die Katze gefressen wurde, gekaut und runtergeschluckt. Von dir? Gefressen? Was meinst du damit? Die schwarze Katze, die auf mich zugerannt kam. Ich fange ihn, ich gebe ihm meinen Käferschwein. Ach, das hat so einen komischen Rüssel, okay? Mein Käferschwein ist hungrig. Oh, mein armes Käferschwein hat seit Tagen nichts gegessen. Die Blaubeerenzeit ist vorbei und wir haben sie alle gegessen. Aber hast du ernährst dich mit Blaubeeren? Wahrscheinlich nur von einem Captain, hä? Aufhören, verstehst du nicht? Mr. Midnight ist alles, was ich habe. Alles ist falsch. Falsch! Oh, kleines Mädchen, nicht weinen. Ich kann für dich singen, wenn du magst. Ja, danke. Das ist ein echter Trost. Du bist ein Mörder. Was soll ich jetzt tun? Du weißt nicht, wie es ist anfühlt. Du weißt nicht, wie es sich anfühlt, allein zu sein. Doch, ich weiß es. Ich bin der letzte Überlebende. Lass mich dir helfen, ja? Ja, da müsstest du warten, bis mal Alf vorbeikommt und mit seiner Kakerlaken. Da musst du nur noch ein bisschen Insektenspray drüber streuen, da hättest du nochmal einen Kumpel. Nein. Wie könntest du mir überhaupt helfen? Die Verdauung ist nicht so schnell. Vielleicht lebt er noch im Käferschwein. Hoffentlich hat er noch sein ganzes Fell. Kennt man schließlich von anderen Horrorfilmen, wo ja Menschen von riesigen Schlangen gefressen werden und nach kurzer Zeit wieder, später wieder rausgespuckt, wo sie ein bisschen, ihr Aussehen verändert haben. Sollte ich jetzt das tun? Das Käferschwein zum Erbrechen bringen vielleicht? Hört das Käferschwein! Es ist mein einziger Freund, darum musst du ihn töten. Aber ich brauche das Fleisch, darum musst du ihn töten. Ich glaube, jetzt bin ich neugierig. Was sind das für Antworten hier? Also ich kann das. Ein Käferschwein-Freund töten? Ich kann das, ja. Jetzt hört sich das jetzt so enthusiastisch an. Tu es! Du kannst das Käferschwein töten! Und ich, Antonio der Große, der Größte, werde das Fleisch essen. Was für ein Dialog, Freunde! Also, wir brauchen jetzt eine Axt. Schläft er? Hallo? Oh, er ist eingeschlafen. Oh, hallo, Herr Eule. Oder Frau Eule. Oder ein Igel. Was für ein Vogel bist du? Du siehst aus wie eine Eule. Bist du eine? Deine Federn sind wunderschön. Und was auch schön ist, hier ist eine Axt. Oh, die schlimme Axt. Ich werde eine Kriegerin und Retterin von Dingen. Das ist dir nichts? Okay. Sorry, Käferschwein. Ich möchte eigentlich dir nichts tun. Aber leider läuft deine Zeit ab. Ah, es rennt davon. Und das wird es wahrscheinlich jetzt jedes Mal tun, okay. Können wir nochmal mit ihm reden? Aufwachen, das Schwein hält nicht still.
Ah, nee. Scheinbar hilft es nicht zu schreien und ihn zu drücken. Okay. Ansonsten gibt es hier nichts, was man hier anklicken kann. Nein. Okay. Dann wird es Zeit für unsere Pille. Oho. Was ist das jetzt für ein Ding? Aber ansonsten, also hier sieht es aus, als würde sie irgendwo Adern haben. Aber ansonsten sieht sie gar nicht gruselig aus. Oh. Ah, da läuft sie wieder zurück. Oder auch nicht. Und was seid ihr, bitteschön? Also etwas hier ist ein Schlüssel. Hier ist verflucht! Verfluchte Neugier! Oh, ich mag es, neugierig zu sein. Wie soll man sonst etwas lernen? Aber was seid ihr? Ihr seid selbst irgendwie neugierig. Das ist die richtige Frage, aber warum wäre angebrachter? Ich habe keine Zeit zum Quatschen, ich will nur den Schlüssel. Oh, aber das ist nicht unser Schlüssel. Und deiner sicher auch nicht. Hm. Es ist immer gut, einen Extraschlüssel zu haben, besonders wenn man etwas vorhat. Ist uns völlig egal. Die Zuneigung zu dir ist einfach nicht vorhanden. Also, ich muss kurz aufstoßen. Also, Zuneigung. Wer darf ich die Zuneigung verstehen? Okay, stellen wir uns vor. Ich seid sehr ehrlich. Ich mag das. Ich bin ein Mensch. Man, schön euch kennenzulernen. Interessant. Erzähl uns mehr. Ich habe eine Katze. Naja, hatte. Er ist weg. Ich muss ihn finden. Und zwar schnell, sonst bevor wird er verdaut. Wirklich? Ja, wirklich. Gib mir bitte den Schlüssel. Sieh, Mensch, Fran. Wir kamen aus dem Süden. Wir flogen wie immer. Und keiner von uns interessierte sich für den Schlüssel. Und alle von uns stecken hier fest. Und wegen unseren langen Haars kommen wir nicht frei. Ah, muss ich das also absteigen? Ihr seid also auch neugierig. Kann ich euch helfen? Wir bleiben oft an Bäumen hängen. Aber dafür haben wir etwas. Einen wunderschönen Kamm, um unser Haar zu kämmen, wenn wir festhängen. Ja, und wie benutzt ihr ihn? Na gut, dann tut das. Da gibt es ein Problem. Ein dreckiger Dieb stahl den Kamm. Jetzt hängen wir für immer hier fest. Wenn du den Dieb und den Kamm findest, bekommst du den Schlüssel. Abgemacht? Ja, aber wie sieht er aus? Es ist eine Ratte. Eine dreckige, narzisstische Ratte. Er nahm den Kamm, um hübsch zu werden. Wir konnten nicht viel tun, also rannte er mit dem Kamm fort. Bitte finde ihn und befreie uns von der Neugier. Ich hoffe, er ist nicht zu tief im Wald. Ich werde ihn finden. Wir werden hier sein. Und warten. Naja, bleibt euch auch nichts anderes übrig. Also mal ehrlich. Also ihr überall Gesicht, also fast, also man sagt, wie Gesichtsmasken, blutende Gesichtsmasken. Antonio. Oh. Warte, Schatten, helle Schatten. Hallo Schatten. Willst du mich töten? Nein? Hilfst du mir, das Schwein hier zu töten?
noch mehr Schatten. Also irgendwie erinnert mich das jetzt ein bisschen an dem Rusty Lace Spielen. Okay, aber hier geht sonst nichts. Ein Brunnen. Ah. Ja, danke. Das erste Mal war es vielleicht ein bisschen gruselig, aber jetzt. Eingang hier. Okay, was für ein Eingang? Ein Brunnen. Ich könnte versuchen, ihn zu öffnen und reinzusehen. Ich kann das nicht bewegen. Er ist klemmt. War so klar. Ich kann das nicht mit bloßen Händen aufbrechen. Okay. Wir haben ja schließlich eine Axt. Und die Eule haut ab und verliert eine Feder. Oh, eine Feder. Kitzel, Kitzel. Die behalte ich. Ich mag sie. Ja, früher als Kind haben wir auch häufig Federn gesammelt. Also gib uns ein bisschen Holz. Wer hätte das gedacht? Hier drin ist kein Loch. Kein Loch, aber hier steht doch Eingang hier. All meine Kräfte haben es vereint, etwas Unnötiges zu tun. Okay, aber... Ich kann höchstens noch zurücklaufen zur Müllhalde. Aber ob dir das etwas ist? Oh nein, dein Arm fehlt. Zum Glück blutest du nicht. Ich habe es satt, dass die rote Milch aus jedem herausläuft. Ja, aber leider gehört das nun mal zum Leben dazu. Okay, das haben wir auch schon. Das Klavier. Das hier. Aus wie eine Tür. Aha. Muss ich eine Tür basteln? Weil da unten hinten kein Loch ist. Und das heißt Eingang hier. Da muss ich wahrscheinlich dort eine Tür hinstellen. Bloß, ich würde sagen, das reicht sicher noch nicht. Für eine Tür fehlt doch wahrscheinlich den Knauf. Ach, wo ist bloß Alice? Die hätte sicher einen Herrn Knauf dabei. Ein schönes Instrument. Ein Akkordeon! Nee, glaub mir, ich kenne mich Schweizer Volksmusik aus. Es geht nichts Schlimmeres als ein Akkordeon. Aha, aha. Wenn du willst, kannst du es benutzen. Okay, ja, ja. Aber... Jens! Ach! Hört das vielleicht der Ameise? Ich meine, er kann sich ja sicher vielleicht ein Musiker, der die Musik nicht mehr mochte? Da steht Jens, also eine Anspielung auf Ants. Ah. Aber trotzdem, wo kriege ich jetzt denn hier einen Kamm? Und wo kriege ich überhaupt, muss ich irgendwie Blaubeeren sammeln? Hier, was ist nichts? So, verschwende hier. Aber was mache ich jetzt mit der Feder? Ach, lass mich raten. Ich muss dich wachkitzeln, damit du mir hilfst, ihn hier umzubringen. Kitzel, kitzel. Ah, die Gefahr ist groß. Groß. Tut mir leid, aber das Käferschwein rennt immer weg, wenn ich versuche, es zu töten. Oh, verstehe. Aber das ist total normal, oder? Eben, kannst du bitte mal behilflich sein, das Tier festhalten, wenn ich es umbringe? Ja, aber was soll ich denn dann tun? Du musst ihm die besondere Beeren geben, die Blaubeeren. Hab's gewusst, ich muss das Tier füttern. Aber wo finde ich denn hier Blaubeeren? Hier gibt's doch gar nichts. Und Captain Blaubeer gibt's ja auch nicht. Aber es gibt keine Beeren im Wald. Ich sollte dir das nicht sagen, aber ich habe die richtigen Verbindungen.
Richtige Verbindung für Blaubeeren. Sie leben in mein Haus. Sie haben Blaubeeren. Jetzt auf einmal? Mein Haus ist in diese Richtung. Sei vorsichtig. Oh, danke sehr. Okay. Dann gehen wir jetzt zu Antonius Haus und sammeln Blaubeeren. Obwohl es gar nicht so ist, die alle gegessen haben angeblich. Okay, was ist das? Da kommt kein Rauch aus dem Schornstein. Ach, ein Schornstein sollte das sein. Okay. Pilze. Ein winzig kleines Haus. Ja, da müssen wir aufpassen, sonst kommen hier noch Schlümpfe. Gehen wir durch das Fenster. Hallo, ist jemand zu Hause? Sieht aus, als wäre eine Lampe an. Okay. Dann ist auch jemand da. Muss das Haus der Anreise sein. Also da drin ist irgendjemand, der Blaubeeren hat. Sie scheint offen zu sein, aber sie klemmt. Darf ich die Axt benutzen? Oh nein, ich habe die Tür kaputt gemacht. Nein, jetzt komme ich rein. Und wir haben die Türknauf. Ein Türgriff ohne große Probleme in den Griff zu kriegen. Okay. Kann ich den versuchen? Ja, jetzt. Der Griff hält nicht. Okay, es fehlt noch was. Also, so lebt auch eine Ameise. Interessant. Ja, aber jemand hat vergessen, die Bürste zu säubern. Nein, das Leim hier. Ich sollte nichts von anderen nehmen, aber ich will Superkleber haben. Das heißt also, du hast hier den Pinsel festgeklebt. Was ist das hier? Fleischkönigin, oh la la. Antonio, also bitte. In der Schüssel ist Wasser. Okay. Was ist das? Unterhosen? Eine Ameise trägt Unterhosen. Aber draußen habe ich gesehen, da läuft also gerade draußen nach rum. Zeit für einen Tee. Ja, für einen Tee ist immer Zeit. Auch nach 5 Uhr. Was für eine gemütliche kleine Lampe. Ja, besonders hier, als hier das Holz ist. Einmal runterfallen lassen und hier wird alles lichterloh brennen. Ich wollte eigentlich gerade da gar nicht hoch, aber bitte. Weißt du, also ich kann hier ein Stück Fleisch nehmen. Das macht schon nicht aus, wenn ich das Fleisch nehme. Okay, jetzt haben wir schon ein bisschen Fleisch. Wollen wir noch mehr nehmen? Ja, ein Stück Fleisch. Ich fasse das nicht mehr an. Okay. Da kann ich nicht hoch. Sagt sie nochmal das Gleiche. Okay, gehen wir mal runter. Ist komisch. Ich dachte, Ameisen kochen kein Essen. Na, vielleicht ist da auch ein Gourmet. Und hier haben wir ein Vogelhaus. Oder ist es ein Ameisenhaus? Wahrscheinlich hätte hier kleine Ameisen das Haustier. Sind das Kiefernzapfen? Auf jeden Fall, hier haben wir Blaubeeren. Hey, du siehst böse aus. Lass uns bitte nochmal machen. Deine Familie ist Herr nett, Herr Kiefernzapfen. Aber du bist ein echt gruseliger Typ. Ups! Das wollte ich jetzt wirklich nicht. Dann können wir es nochmal machen. Ach, ich will.
so wie Frau Kiefernzapfen, aber das war jetzt gar so lustig. Aber die Schüssel, habt ihr gesehen, die Schüssel? Da muss doch irgendwas Blaubeeren drin sein, aber nichts ausgeschüttet. Okay, hier ist nichts mehr. Oh, du bist sehr rot. Meinst du nicht eher rau? Weil roh sind wir alle. Darum Kieferzapfen, was kochst du? Keine Angst, ich will nur ein paar Beeren. Okay, die Blaubeeren. Au, das tut weh. Also, habe ich hier irgendwas, was ich hier benutzen könnte? Vielleicht möchten Sie ein bisschen Fleisch? Okay, will sie nicht. Möchten Sie gern Herr Fleisch? Auch nicht. Versucht sie nicht einmal? Okay. Wie ist mit Leim? Okay. Funktioniert auch nicht. Das kann sie nicht tun. Okay. Vielleicht da mit dem Stift. Oh ja, stimmt. Wir könnten ja darüber fechten, ne? Mano a mano. Oh, schade. Negativ. Okay, ich denke, die Axt ist da ein bisschen zu groß und. Da muss ich wenigstens mit dem Axt vielleicht da seinen Speer da ein bisschen zerbrechen. Auch nicht. Also gut, dann gehe ich jetzt mal kurz mal raus. Wie ist jetzt diese Gestalt? Sie läuft aber immer weg, wenn ich sie anklicke. Okay, hier haben wir ja zuletzt, waren wir ja zuletzt. Dann nehme ich mal eine Tablette. Hey, Kätzchen! Brr, piep, piep, schon brennt, ich bin in Gefahr. Möchte ich hier rausholen? Das kann sie nicht tun. Das ist so ein Blick hier. Finde mich lebendig, ich finde mich tot. Yippie. Finde mich eines Tages in einen goldenen Käfig. Okay. Hier sieht alles gleich aus, aber jetzt gibt es keine Tür mehr. Ein Ameisenhügel, ja. Kann ich den hier aus. Kann ich irgendwas auswählen, aber sie will nicht. Hallo, ich bin Fran. Ah, jetzt kommt was, kommt gleich sicher Schlaubeschlumpf und uns zu Tode langweilen. Aber Schlumpf sagt immer. Ich bin eher ein Muffi-Fan. Also, dann müssen wir halt jetzt das mal zurück in die Normalität. Anführungs- und Schlusszeichen. Also jetzt muss man sich wirklich fragen, was überhaupt jetzt überhaupt real ist, was fiktional. Ups. Frank, geh besser weg. Kann ja nur. Oh, geil. Der arme Kerl. Oh mein Gott, ein Kammerjäger und er ist tot. Er wurde von den Ameisen gefressen. Die kleinen Kreaturen, fress mich bitte nicht. Okay. Kann man das irgendwie kombinieren mit dem Kleber? Nicht. Kann ich es einfach so irgendwo benutzen? Aha. Hat geklappt. Das ist jetzt ihre Tasche, okay. Muss ich sonst noch was nehmen?
Mal mit ihm etwas machen. Entschuldigung, Sie haben tonnenweise Ameisen auf sich. Ja gut, tonnenweise wahrscheinlich nicht, aber... Trotzdem. Oh. Ich glaube, sie suchen ihre Tasche zu stehlen. Und das nicht. Jetzt gehen wir wieder zurück. Ah, schon viel besser. Also. Ich werde noch einen Schluck trinken. Ich habe jetzt wieder was im Hals. Auf der Tasche ist ein Anti-Angreifer-Zeichen. Die Tasche ist offen. Einfach benutzen, okay? Eine Rattenfalle und eine Visitenkarte. Hammerjäger. John Blomet, glaube ich, heißt er das heißen. Telefon 714-21728. Irgendwas. Huge. B-U-G-E, irgendwas. Naja. Der Text ist fast verschwunden. Aber wir haben hier jetzt eine Falle. Ein bisschen gemein. Aber naja, wenn der Herr Papa uns nicht lässt, die hübsche Beeren, dann musst du halt jetzt leiden. Hoffen wir mal Glück. Tut mir leid, aber ich brauche diese Beeren wirklich. Ah, jetzt haut die Mami mich. Böse Mama. Toll ist aber der Papa, aber sie macht gar nichts. Keine Reaktion zu ihm, um ihn zu befreien. Aber sie reagiert jedes Mal. Okay, das geht nicht. Ah doch, das ist geklappt. Oh nein, sie haben die Tür verschlossen. Ah, einfach schnell, kurzhand, das Kind umstoßen und schnell zupacken. Ah, zum Glück hat man keine Reaktion mit wie sagt man es nochmal, überfahrenes Eichhörnchen. So, jetzt haben wir Blaubeeren. Hier, Käferschwein, genieß dein Mahl. Dein letztes Mal. Oh, schau nur hier an, wie fröhlich das Käferschwein frisst und sie. Aber gleich durch die Mitte? Da hätte sie genauso gut Mr. Midnight umbringen können, aber das hier ist eine Ratte. Was, du bist nicht mein Kätzchen? Oh, kleine Dame, du hast mich vorhin vor schlimmen Dingen bewahrt. Gut für dich, aber ich wollte jemand anderen finden. Wie war du enttäuscht, dass du enttäuscht bist? Wen suchst du? Meine Katze, meine süße Katze, Mr. Midnight. Oh, kleine Dame, ich mag Katzen nicht sehr, weißt du? Eine schwarze Katze mit sehr großen gelben Augen wollte mich fangen. Wirklich? Meine Katze ist schwarz, auch schwarz. Warte, vielleicht ist die Katze meine Katze. Oh, meine Damen, wenn es ist, steckt er jetzt in Schwierigkeiten. Warum? Was ist passiert? Ich zeige es dir. Folge mir bitte. Es ist nicht weit von hier. Aber kann man so. Tut mir leid. Tut mir sehr leid, Käferschwein. Ich wünschte, ich hätte dich nicht getötet. Ja, aber eben. Er hier wollte das ja. Das Käferschwein ist jetzt tot. Danke. Jetzt essen wir. Ich kann nicht. Nur damit du es weißt. Im Käferschwein war keine Katze, nur eine Ratte. Eine Ratte? Oh, tut mir so leid. Meine Augen sind sehr alt, weißt du? Ich habe auch Herzprobleme und einen schlimmen Rücken. Und ich habe nicht mal meine Unterhose an. Außerdem leide ich an Narkolepsie und manchmal
Okay, Grandpa, wir lassen dich in Ruhe. Grandpa Sims, ne? Er ist auch jedes Mal eingeschlafen bei jeder Situation. Hier sind wir. Hier sind wir. Jemand nahm ihn mit. Sie verschwanden einfach. Ah ja, eine durch den Brunnen. Oh mein Gott, könntest du etwas genauer sein? Ich wünschte, ich könnte. Sah so aus, als würden sie vom Erdboden verschluckt. Na? Meine Katzen kommen gerade ins Zimmer hinein. Alle beide und besonders der Kater. Er ist zwar nicht ganz so schwarz, hat ein bisschen weiß, aber er könnte auch Mr. Midnight sein. Wenn ich sonst was für dich tun kann, sage es einfach, ich bin hier. Ja, wir haben noch irgendwas von einem Kamm. Wahrscheinlich der Schlüssel dann für die Tür? Das ist also Antonios Schlüssel. Okay. Entschuldigung, hast du einen Kamm gestohlen? Oh, der Kamm! Der glänzende, schöne Kamm! Kann ich ihn bitte haben? Na gut, aber vorher kannst du vorher mein Haar kämmen? Okay. Vielleicht kann dir dein Haar kämmen. Oh. Das ist so putzig. Danke, meine Dame, du bist sehr nett. Und damit haben wir jetzt den Kamm. Gut, dann schlucken wir unsere Pillen. Oh, die Ratte ist jetzt tot. Ratte? Wer hat dir das angetan? War es mein Kätzchen? Nein, der Schweinkäfer. Okay, wir können zwar hier dorthin zurück, aber ich glaube, da brauchen wir es jetzt gar nicht mehr. Und jetzt brauchen wir erstmal den Kamm. Mit den weißen Blättern. Hier ist euer wunderschöner Kamm. Oh, wie kriege ich jetzt doch mal die Stimme hin? Oh, da freut sich aber jemand. Ach du fremder Mensch, du hast es endlich geschafft! Alle verwandeln sich in Libellen. Hoffentlich öffnet der Schlüssel die richtige Tür. Jetzt fliegen wir nach Süden. Auf Wiedersehen! Arrivederci! Bon voyage! Goodbye! Macht's gut! Oh, wunderschön! Tschüss, tschüss! Auf Wiedersehen! Leuchtende Wesen! Gute Reise! Und damit ist der Schlüssel unser! Jetzt sehe ich mal! Er sieht wirklich aus wie Mr. Knaub aus Alice in Wunderland, aus dem Zeichentrickfilm! Müsste nur noch zwei Augen haben! Können wir die vielleicht auch? Kann man die da drauf malen? Oh, schade. Also gut. Das heißt also, wir kombinieren mal Leib mit einem Knauf. Dann kombinieren wir es mit der Tür. Dann benutzen wir die Tür hier. Meine eigene Tür ist abgeschlossen. Ah! Jetzt benutzen wir Antonios Schlüssel. Der goldene Schlüssel aus dem Baum. Benutze Schlüssel mit. Oder was hier auf Türknauf? Es hat geklappt. Juhu! Also dann, auf geht's in die dunklen Tiefen des Brunnen. Wer bist du mitten entführt? Was für eine seltsame kleine Tür. Ich frage mich, wohin sie mich führt. Mr. Midnight, bist du da? Ah, dein Führer. Oh nein. Ich sag bloß, die haben jetzt noch irgendwie Killerhände.
Kapitel 2, Teil 2. Doppelte Persönlichkeiten. Ach je. Kriegen wir es noch mit Schizophrenie zu tun? Oh mein Gott, wo bin ich? Hä? Was ist das? Ein Hut? Mr. Midnight? Oh nein, dein Kopf! Kätzchen! Warte mal, das ist nicht meine Katze. Was für ein seltsamer Hut. Wir haben rohes Fleisch. Wie auch immer, ich muss meine Katze finden. Wir haben rohes Fleisch, wir haben irgendwas Rotes. Rote Flüsse, also Blut. Gib uns Fleisch und Blut zu trinken. Willkommen zu Hause, Kätzchen. Hoffentlich gefällt dir dein neues Bett. Sei nett und friss dein Futter. In Liebe, Clara und Mia. Ah, Madonna Mia, sag ich da mal. Aha, siamesische Zwillinge. Und ein Schädel. Ein Fenster. Wir sind doch im Brunnen nun. Unten, oder nicht? Ein Kopf von einem Menschen, glaube ich. Aber wir befinden uns anscheinend in der Realität wieder. Es macht Spaß zu sehen, was Leute so zu Hause haben. Ja, aber solange du keine Schubladen aufmachst, nicht, dass du irgendwelche Spielzeug findest, dass du nicht, wofür du nicht geeignet bist. Aha, wir nehmen einen ganzen Topf mit. Er wiegt sicher etwa 8 Kilo, aber wir können ihn ohne Probleme in unsere Taschen hier rumtragen. Besonders hier in diese kleine Börse. Also ich finde das auch jedes Mal lustig bei Spielen. Man kann immer, ich weiß nicht, wieso man eine Figur jedes Mal einen Gegenstand mitnimmt, aber es hat immer Platz in der Hosentasche oder in der kleinsten Börse. Aber immer nur ein Gegenstand von dem. Sind das Augen? Bäh. Mal sehen. Flaschen, ein Milchkrug und Trockenblumen. Hat da was geknarzt? Ein Kocher zum Kochen. Meine Mama hat mir gezeigt, wie das geht. Brave Mama. Ich mache das Fenster zu, damit der kalte Wind draußen bleibt. Ich mache das Fenster auf, damit der kalte Wind reinkommt. Ein Bild von einer Teekanne mit gemaltem Tee drin. Ah. Solche Bilder mag ich eigentlich gar nicht. Mit Zitrone und Honig. Ah, okay. Aber wieso ist denn hier schwarz und hier rot? Warum ist dieser Teil in schwarz und weiß gemalt? Gemalt sieht das eher weniger aus. Sieht aus, als wäre, hey, das hätte man hier etwas verbrannt. Weil hier ist ein bisschen rot. Ein bisschen rot und der Rest hier ist ziemlich schwarz. Das muss hier irgendwas gebrannt haben. Die Katze vorher? Okay, was haben wir hier oben? Oh, wie schön. Ich habe keine Suppe. Ich brauche keinen Löffel. Um meine kleinen Händchen abzutrocknen. Nimm das Messer. Oh, ein scharfes, glänzendes Messer. Könnte doch nützlich sein. Selbstverständlich, Fran. Schließlich müssen wir ja ein siamesische Zwilling loswerden. Tragische Unfall. Mit den Kieferzapfen müssen wir sie nicht intervenieren. Backpulver? König Leos Backpulver. Dann macht man größere Büchlein. Oder als Allzweckreinigungsmittel. Darum ist es immer wichtig, ein Päckchen Backpulver zu Hause zu haben. Mehl. Bei Mehl muss ich niesen. Aber das fühlt sich lustig an. Honig? Honigbär, du schmeckst himmlisch. Lecker. Kekse in allen Farben, Geschmacksrichtungen. Nimm doch eins, Fran. Ist sicher besser als rohes Fleisch.
Mr. Midnight, dieses Mädchen, sie haben meine Kätzchen genommen. Ich werde nicht egoistisch sein, aber das ist mein Kätzchen. Feuerholz, um den Kamin warm zu halten. Kamin? Arme Bäume. Okay, hier sind die Mädchen noch nicht. Und jede Menge Bilder von Fleisch. Und ein Bär. Ich wusste, dass sie aufgeschnitten ist. Aber hier Streichhölzer. Haha. Eben auch ganz wichtig, Streichhölzer. Ein Streichholzschachtel mit vielen Streichhölzern. Ein scharfes Messer, um zu schneiden, um mich zu wehren. Oder jemand umzubringen. Töte sie. Backpulver macht weichen Teig größer und schöner. Also die Bilder über Fleisch. Das bringt keine guten Erinnerungen zurück. Wieso wegen der Ameisen? Okay, was haben wir hier? Reis, Bohnen, Oats. Das weiß ich jetzt nicht, was es ist. Getrocknete Chilischote. Was für eine hübsche Dose. Ja, ein bisschen schon alt. Ich nehme niemandem das Essen weg, zumindest nicht alles. Oh, Pfeffer. Pfeffer, immer gut, um die Suppe zu würzen. Nein, noch besser ist Knoblauch. Wenn ihr Knoblauch gibt, gibt es keine Vampire. Darauf reagiert sie nicht. Oliven. Mein Kätzchen spielt gern mit Oliven. Ich glaube, es hält sie wie Insekten. Also meine nicht. Ich frage mich, wer der Champignon ist. Ist der denn der Champion? Ja. Oder wenn man kein Champion ist, dann ist man ein Champignon. Oh, es ging auch. Was ist da drin? Sieht aus wie eine Kartoffel. Was für ein komisch kleines Ding. Sieht aus wie ein Samen. Okay. Riecht wie das Gras, das wir im Garten hatten. Salz, eine sehr gute Zutat. Bohnen mag ich nicht so gerne. Also ich schon, ich esse sehr gerne Bohnen. Besonders gerne, wenn man vor einem Fußballspiel noch geht. Wisst ihr, wie schnell man da vorne ist in der Schlange, wenn man so richtig durchgast? Tasche riecht komisch, ich fasse sie nicht an. Okay, der Hocker. Ich setze mich nicht hin. Der Wasserhahn? Aha. Das Fenster ist abgeschlossen. Toll. Oh, ein tanzender Teddy. Er hat keine Schuhe. Sieht wie eine Pflanze aus. Gehe ich nicht. Müssen Plastikblumen sein. Okay, darauf reagiert sie gar nicht. Okay, treffen wir hier sie auf die Zwillinge? Nein, aber das Bild? Komisch. Sehen die beiden nicht irgendwie aus wie die Mädchen in der Anstalt? Einfach noch nicht, einfach noch keine Narbe am Kopf. Interessantes Bild. So eine seltsame Frau, ich mag die blaue Rose. Ah, da habe ich noch gar nicht drauf geklickt. Ihre Gesichter kommen mir bekannt vor. Also doch aus der Anstalt. Aber ich bin nicht sicher. Könnte es sein? Was ist das hier? Ein Haus auf einer kleinen Insel im See. So ein kleines Haus am Ende der Welt. Ein Strandspaziergang würde nicht lange dauern. Ja, etwa vielleicht eine Minute. Scheinbar lebt hier niemand. Lebt hier jemand? Sie haben einen Kamin, aus dem Rauch raussteigt. Aber hier aber ist der Kamin.
Das ist nicht meine Tasse. Ja und, du bist neugierig, Friend, kannst du trotzdem nehmen. Ah. Zucker in vielen Farben. Ja, und sehr ungesund. Lecker und wunderschön. Diese Kugel sieht verdammt lecker aus. Mh, mit Karamellsoße drüber. Süße Süßigkeiten. Schokoladenkuchen, mein Lieblingskuchen. Soll ich? Vielleicht nur ein bisschen. Mh, lecker. Ach, nimm doch ein bisschen. Haben wir sie ein Stück abgebrochen hier? Okay, verändert sich optisch gar nicht. Was habe ich hier? Eine Vase, um Blumen reinzustellen. Da ist Asche drin. Aha. Wir haben hier einen Samen. Also heißt also dementsprechend, kombinieren mit einer Vase. Echt? Komisch. Ich hätte jetzt gewettet, wir müssen hier etwas zu wachsen bringen. Aber wahrscheinlich fehlt hier Wasser. Die Asche habe ich vergessen. Sorry, Leute. Komm schon. Doppelklick habe ich gemacht. Und noch mehr Bilder. Oh. Ist das ein fliegendes Schwein? Jetzt verstehe ich, was der Hirsch im Krankenhaus wollte. Ah, er wollte hier rumhängen oder hat er hier seine Frau gesucht? Weil hier fehlen ja die Hörner. Er wollte sein Kopflicht repariert haben. Okay. Gemütlich und warm. Feuerholz, das darauf wartet, verbrannt zu werden. Oh. Hallo? Aber... Was ist jetzt das Mädchen auf dem Bild? Das ist sozusagen der tote Körper von ihr wahrscheinlich, oder? Oh mein Gott, der Geruch! Und jetzt dachte ich schon, die wollte uns gerade packen und uns umbringen, so wie die hier. Armes Mädchen, wer hat dir das angetan und warum? Gute Frage. Ich muss vorsichtig sein um mein Kätzchen und mich beschützen. Was ist das, die Kätzchen von vorhin? Jens! Ah ja, mir Antonio the Greatest! Und Luciano Miran, Queen of Meat! Aha! Also Luciano Miran? Oh, ein Plattenspiel, da habe ich auch funktioniert. Aber ist Luciano jetzt also ein anderer Musiker oder ist das jetzt die Königin des Fleisches? Mal sehen. Naja, nicht gerade der Burner. Oh, eine Schreibmaschine und sie funktioniert. Ich glaube, ich könnte etwas schreiben, aber ich brauche Papier. Das hier? Nein, aus dem Fenster kann ich nicht raus. Eulen und Katzen ähneln sich ein bisschen. Aber wegen den Augen wahrscheinlich, ja? Beide sind neugierig, beide töten Mäuse. Und wieder mal Dead Face hier. Und beide sind gute Begleiter von Hexen. Auch wahr. Das sind viele Bücher und Dinge auf dem Regal. So viel, dass mir ganz schwindelig wird. Viele kleine Gemälde und da ist eine Katze. Wenn ich groß bin, werde ich viele Katzenbilder an der Wand haben. Brennende Kerzen. Und noch mehr brennende Kerzen. Gehen wir jetzt mal hier hoch. Die Stufen landen an einer Wand. Vielleicht war da mal eine Tür und jetzt ist sie verschwunden. Okay. Aber wenn das jetzt der Geist oder der eine ist, wo ist die andere?
Na das, das ist mal hier eine Galerie. Ein Besen wegzufliegen oder um zu sauber zu machen. Ja, leider sind wir halt kein Hexenfriend. Deshalb können wir nicht fliegen. Ein Monster, das Ziegen mag. Die Ziege sieht wütend aus. Ich glaube, er ist kitzig oder genervt. Und das hier? Die Schwestern, sie sehen sich so ähnlich. Ja, aber trotzdem, das Bild sieht verdammt gruselig aus. Rosa und Blau, genau gegensätzlich. Ein gemalte rote Rose. Und hier? Ohne Leib. Was bist du mit? Also der ist gar nicht. Ich hätte es gar nicht mal vermutet, dass sie da hochkommt. Ich dachte, da muss sie jetzt wieder einen Haken bauen. Mit Hilfe des Besens hier. Und hier drin? Ein Schublade ging auf. Mal sehen, was drin ist. Schwarze Kerzen, um die Dunkelheit zu beleuchten. Ihr sagt bloß, wir müssen jetzt noch den Teufel beschwören. Das wäre so ein Ding. Oh. Also das hier ist gerade traumhaft schön. Ich meine hier, überall diese nicht gruseligen Köpfe, diese Puppe. Blutverschmierte Gesichter. Da wirkt eigentlich das Bild hier geradezu nicht gerade richtig platziert. Was dürfte wahrscheinlich die Mutter von den Zwillingen sein? Aber gut, ich würde mal sagen, das war's mal für heute. Das Zimmer schauen wir uns beim nächsten Mal an. Oh. Langsam macht mir das Spiel hier fertig mit dieser Innendekoration. Und beim nächsten Mal müssen wir dann auch sehen, was die Pillen dann hier bewirken. Bin mal gespannt. Wenn denn das hier dann gruselig ist, wenn ich nicht wisst, was die Pillen dann bewirken. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen für die heutige Folge von Franbo. Soll ich mal so mal kurz aufstoßen? Und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und ich bin euer Mr. Pause und sage Cheerio!